GT4 RS. Die Entwicklung auf der Rennstrecke ist A und O. Das heißt, es ist die grüne Hölle, für uns ist eher der grüne Himmel. Die Nordschleife ist natürlich die anspruchsvollste Rennstrecke, die es auf der Welt gibt. Was hier schnell ist und vor allen Dingen, was hier gut fahrbar ist und dem Fahrer Spaß macht, das funktioniert definitiv überall. So was Extremes und so Cooles haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Das Auto steht noch aggressiver da, hat noch mehr aerodynamische Hilfsmittel, hat auch einige Leichtbauteile, ist die Fahrspaßmaschine schlechthin. Die Modifikation, die ich am meisten spüren kann, ist natürlich die Motorleistung. RS heißt der Rennsport. Es ist auch Rennspaß bei dem Auto. Das macht einfach nur ein wahnsinnig großes Grinsen auf jedes Fahrers Gesicht. Den Sound, den er macht, ist einfach atemberaubend. Der schreit einen an im Auto, also ist einfach nur wundervoll. Es war schon wirklich eine sehr gute Runde. Zeit von 7.09, es ist schon ein Hammer. Mit Abstand der beste 7.18, den ich bisher gefahren bin. Man steigt ein und will nicht mehr aussteigen. Und das ist, was uns so viel Spaß macht in dem Auto.